Aber naja. Machen wir dennoch weiter. Oder kann ich ihm einfach so die Knappschaft geben? Nö. Oder muss ich erstmal... Ach komm, ich mach erstmal das Wimmelbett. Mal gucken, was ich dann anschließend bekomme. Eine Mandoline, ein Hut, Handschuhe, Pinsel, eine Faunenfeder, Pfirsich, eine Sonnenblume, Essstäbchen, Goldfisch, Marienkäfer, ein Spiegel und eine Schere. Okay. Ja, die Sachen sind auch wieder gut versteckt, muss ich sagen. Da haben wir zumindest schon mal den Pfirsich. Da haben wir die Essstäbchen. Das war der Hut. Ne, hier gibt's nichts, okay. Oh, die Trauben sehen ja lecker aus. Nam, nam, nam. Das waren die Handschuhe. Hier oben ist nichts, aber hier kann ich das aufmachen. Oder haben wir die Mandoline? Nee, hier gibt es irgendwie nichts. Nee, okay. Ein Pinsel. Ah, da unten ist die Schere. Da haben wir den Goldfisch. Pinsel und eine Faunenfeder. Oh Gott, da. Da haben wir den Pinsel. Eine Sonnenblume. Die ist da oben. Marienkäfer. Und ein Spiegel. Oh mein Gott. Ja, da mit dem Marienkäfer, es fehlt nur noch der Spiegel. Ich klicke jetzt hier immer ein bisschen durch, weil ich jetzt nicht weiß, wo der Spiegel ist. Boah, das ist aber gut. Ach, da! Okay, geschafft. Da haben wir eine Bürste. Okay. Würste und Schlüssel zum Malen. Ah ja. Vielleicht mit der Kerze. Nein, vorher mit dem Farbstoff. Jo. Und da haben wir die letzte Farbe. Und hier sollen wir ihn dann bemalen. Ich benötige hierfür noch Farbe und einen Pinsel. Tauche den Pinsel in die Farbe und klicke auf die weißen Stellen. Beide Seiten müssen identisch sein. Oh Gott, oh Gott. Okay, die linke Seite ist schon richtig bemalt. Das heißt, so müssen wir auch die rechte Seite bemalen. Okay, gehen wir mal von oben nach unten, würde ich mal sagen. So, die Pupille ist rot, dann kommt dunkelblau, dann wieder gelb, dann hellblau, dann rot, orange. Und das war's. Das war ein bisschen laut. Aber wir haben es geschafft. Eine Trillerpfeife. Da können wir den Vogel doch mit Sicherheit anlocken, ne? Jawohl. Jo. Da haben wir eine Jade-Lotus. Ich benötige den Schlüssel dieses Raums vom Wirt. Schön. Ach, können wir hier... Ach ja, stimmt. Hier die Lotus. Blüte einsetzen, jawohl. Und da haben wir eine Münze. Jetzt können wir zumindest eine Sache auf dem Markt kaufen. Das ist gut. Und zwar, was war das? Hier für das Spiel, ne? Klicke, um zu beginnen. Beobachte die Schale mit dem Würfel darunter und klicke darauf, wenn sie stehen bleibt. Du musst dreimal gewinnen. Und da gibt es so einen tollen Trick. Und zwar, ich benutze die Hilfe mit der Maus. Entschuldigung. Okay, aber dabei muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren.
Jo, das meinte ich. Und wieder richtig gerannt. Yeah! Okay. Und wir haben von ihm jetzt 4 Münzen erhalten. Und davon kaufen wir jetzt. Und eine Zitrone. Danke, dass du gekommen bist. Bitte. So. Du brauchtest... Ach, er brauchte hier die Kerze. Okay. Und die Puppenstücke. Vielen Dank, viel Spaß bei der Aufführung. Yay! Wow. Hey, cool gemacht. Und da haben wir den Fächer, den brauchen wir ja auch. Hier. Hey, das war cool mit dem Puppenspiel. Klicke auf den Fächer, um den Fisch zu braten. Klicke bei Erscheinen des Pfeils auf den Fisch, um ihn zu wenden. Okay. So, jetzt wenden wir den Fisch. Hey, das ist ja auch ein cooles Rätsel. Nochmal wenden. Ah, jetzt sieht das schon richtig gut aus. Und er ist fertig. Zuletzt muss ich Zitronensaft auf den Grillfisch träufeln. Was wir natürlich auch machen werden, wenn wir die Zitrone geschnitten haben. So. Halbe Zitrone und jetzt über den Fisch und da ist er fertig. Da haben wir den gegrillten Fisch jetzt. So, jetzt müssen wir nicht hier auf dem Marktplatz, sondern hier hin, um den Schlüssel zu bekommen. Lecker! Die Schlüssel gehören dir. Jo, danke. Zimmerschlüssel und können wieder ein bisschen rumwimmeln. Sehr schön. Brecheisen. Eine Lampe, eine Pagode, ein Knoblauch, ein Drachen, Socken, eine Adlerstatue, eine Uhr, ein Pferd, ein Kristallschädel, ein Elfenbeinlöwe und eine Trommel, was wir hier nicht alles benötigen. Da haben wir schon mal die Trommel. Da haben wir die Lampe. Ja, den Spiegel brauchen wir natürlich jetzt nicht nochmal. Leider. Da haben wir die Uhr. Da haben wir die Pagode. Da haben wir den Drachen. Da haben wir das Pferd. Ist das nicht Brechi? Ja, wollte ich doch gerade sagen. Eine Adlerstatue. Da. Knoblauch. Das habe ich doch vorhin gesehen, genau da oben. Socken. Da. Kristallschädel. Oh mein Gott, da. Und ein Elfenbeinlöwe. Da oben. Jawohl, da haben wir es. Und haben Brechi erhalten. Sehr schön. So, da können wir bestimmt jetzt den Schlüssel benutzen. Jawohl. Oh, das sieht schön aus, das Zimmer. Kann ich hier irgendwo was machen? Ah ja,
Achso, da brauche ich hier die vier Schlüssel oder Stäbe oder was auch immer das sein soll. Oder Regalregler. Wie auch immer. So, dann machen wir das auf. Ja, okay. Aha, Papierfetzen. Aha, okay. Interessant. Ein Spiegel. Ja, interessant, interessant. Der Brief wurde zerrissen. Ah, dafür brauchen wir jetzt die Briefteile. Okay. Mal gucken, ob ich sie auch finde. Zwei Teile brauche ich jetzt noch. Eins ist da. Ja. Und eins fehlt noch. Das letzte Teil sein. Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Das ist echt eine sehr gute Frage. Ich sehe es nämlich gerade nicht. Eins fehlt noch. Sehr gut versteckt, muss ich sagen. Ach, da unten. Gut. Und es ist wieder an You gerichtet. Du kannst von diesem Raum aus die Stadt verlassen. Suche draußen nach dem Mönch und... Und da hat er nicht mehr weitergeschrieben. Ciao. Ein weiterer Brief von Xiao. Ich sollte ihn mit dem ersten Brief vergleichen. Okay. Auf der Rückseite der Briefe ist ein Geheimgang gezeichnet. Auf der Rückseite... Also ja. Zwar hier unter dem Bett. Das ist zu schwer. Hier wäre ein Hilfsmittel nützlich. Ja, wir haben ja Gott sei Dank unseren Brechi. Und da ist der Geheimgang. I managed to escape the city through an underground passage hidden in a local inn. I wasn't thrilled to be sloshing through a sewer, but it was better than the alternative, jail. Just when I thought I was lost, I found a ladder leading out. I wasn't sure where it led, but it had to smell better up there. Das glaube ich dir. Kapitel 3: Der zerstörte Tempel. Yu war die Flucht aus ihrer Heimatstadt auf Xiaos Geheiß gelungen. Sie hatte keine Anhaltspunkte, außer dass jenseits der Stadtmauern der Schlüssel zu Xiaos Freiheit und Antworten auf ihre Fragen zu finden sein könnten. Ihr Ziel war eine Tempelruine auf dem Land. Hier, so hoffte sie, würde sie mehr über den Jade-Drachenstab erfahren. Alles klar! Suche die Zeichnung des Drachenstabs, aber das werden wir natürlich erst in der nächsten Aufnahme bewältigen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von dieser Folge. Hoffe, ihr hattet auch im zweiten Kapitel euren Spaß und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und ja, es geht doch überraschenderweise doch ein bisschen schnell voran, obwohl die Wimmelbilder per Zufall generiert sind. Das ist sehr schön, das ist auch ein bisschen vorangeht auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, im nächsten Part von Shaolin Mystery, der Stab des Jadedrachen. Und ich wünsche erstmal euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal uns wieder. Bis dahin, bis bald. Tschüss. Baba, aufstoßen, Entschuldigung. Tschüssi.